Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zum zweiten Teil Let's Play 4 mit Paxis. Mir fällt gerade noch ein, falls es euch zu dunkel ist hier im Spiel, ist ja auf YouTube immer ein bisschen anders, dann schreibt es einfach, zur Not kann ich es auch nochmal einen Tick heller machen, aber wie gesagt, ich finde es eigentlich ganz geil, wenn es wirklich nur hell wird, sobald man die Taschenlampe anhat oder eben viel Licht da ist. Oh, wenn man auf die Dinger schießt, dann müsste es doch, ja, zu Feuer gehen. Feuer geben, dann fliegen die rum und explodieren irgendwann. Eine ganz wilde Geschichte. Kann es auch böse Unfälle geben. Wenn ein so ein Teil ins Auge fliegt, dann macht es immer groß Aua. Aber wenn natürlich Gegner in der Nähe sind, kann ich es eigentlich nochmal anschießen. Das geht wohl unendlich oft, oder was? Jetzt treibt es wohl komplett. Ja, scheint unendlich oft zu gehen, oder? Ist sie jetzt komplett weg? Scheint fast so. Zumindest kann ich sie jetzt nicht mehr sehen. Also einmal anschießen bedeutet rumfliegen und explodieren. Beim zweiten Mal anschießen bedeutet rumfliegen, explodieren, aber nicht mehr da sein. Okay. Egal. Ach, da fällt mir gerade ein, diese unsichtbaren Dinger waren ja noch irgendwo. Ah, da muss ich aufpassen. Sonst bekomme ich direkt wieder Angst. Ey. Oh, da habe ich was gehört. Da habe ich was gehört. Ihr bestimmt auch. Oh, da war wieder eins. Zwei waren es diesmal sogar, oder? Und meine Bullet Time unten mit der war gerade ausgeblendet. Also ich konnte nicht auf Zeitlupe gehen in der Zeit jetzt. Oh, genau von mir fliegt eine Mücke rum. Die würde ich gerne erschlagen, falls ich sie nochmal im Licht sehe. Jetzt muss ich natürlich aufpassen. Mit diesen komischen Dingern da. Die lauern doch auf Garantie irgendwo auf mich und wollen mich umbringen. Okay, wir speichern. Ah, die ersten Granaten. Die werden, glaube ich, mit G verschossen, aber ausprobieren möchte ich es nicht, weil wir haben ja nur zwei Stück. Da warte ich dann auf den richtigen Zeitpunkt. Ist hier unten jemand? Nee. Dann wagen wir uns mal hinab. Da war doch schon wieder so ein Vieh. Oh, wie es aussieht, greift das Vieh gerade die Leute an. Das ist durch optimal. Sehr schön. Hat es alle erwischt, oder? Fuck, ich habe eigentlich gehofft, dass es in die Richtung von dem Gegner fliegt, nicht zu mir, aber verdammt mal, was ist denn los? Wir warten erst mal, bis sich der Staub senkt. Dann gehen wir langsam, leise hinein, pirschen uns vor, wenn wir gehören zu einer verdammten Spezialeinheit. Ich habe solche Momente geübt und geprobt und auf alles vorbereitet. Ich treffe ihn irgendwie nicht, was ist denn da los? Warum treffe ich den nicht? Idee. So, bei nur so wenig Gegnern kann ich auch einfach offensiv rangehen und Bullet Time nutzen, um sie abzuknallen. Weil ich habe ja irgendwie den Kopf nicht getroffen. Ihr habt es ja bestimmt gesehen. Ich habe da eigentlich genau auf den Kopf immer geschossen, aber irgendwie nicht getroffen. Hey, ich will die Munition haben. Ach so, man kann einfach F drücken. Oh fuck. Ich glaube, da ist noch jemand, ne? Ach ja, da drüben. Obwohl es extrem dunkel war, habe ich ihn trotzdem geahnt, möchte ich meinen. Hätte dafür einfach einen sechsten Sinn. Schon lange genug bei der Einheit hier dabei. Jetzt haben wir auch wieder volle Rüstung. Sammeln. Munition ein. Ist diese Leiste oben links, diese weiße, ist das die Anzeige, wie viel Munition wir haben im Vergleich zum Maximum, der möglich ist? Ich glaube, oder? Naja, irgendwann werden wir schon volle Munition haben von dem Ding. Dann werden wir ja sehen, ob die weiße Leiste auch voll ist. Wir gehen mal weiter. Da liegen ja überall diese Gasflaschen rum. Warum das denn? Und warum sehen denn die blau aus? Sahen die vorhin nicht rot aus? Also hatten so einen rötlichen Anzug an? Das sind ja noch am Anfang des Spiels. Da kommen wohl direkt die übelst fetten Mega-Einheiten oder was. Wenn man übrigens auf die Einheit schießt, wenn sie noch unvorbereitet ist, also wenn die Einheit uns noch nicht gesehen hat und wir schießen auf die, dann braucht man insgesamt... Warte, aber schnell, oder? Dann braucht man insgesamt weniger Schuss, um sie umzubringen. Dann braucht man nicht ganz so auf den Kopf schießen, beziehungsweise halt in die Brust oder so. Bewegen denn die sich so schnell? Haben die Adrenalin gespritzt gekriegt, oder bin ich gerade nur zu langsam im Kopf? Kommt mir irgendwie verdammt schnell vor. So, habe ich jetzt erstmal überstanden, oder was? Ah, ein bisschen lauter, damit die Schockmomente geiler werden für mich.
ziemlich große Halle hier, wie es aussieht. Mit Bänken drin. Also ich blicke hier nicht richtig durch, was das hier unten sein soll. Sieht mir aus wie eine Mischung aus Katakomben, ja, Abstellraum. Das sind solche Bänke, die eigentlich oben in der Kirche drin sind, aber das ist so weitläufig und alles. Also keine Ahnung, was das richtig sein soll. Dann auch Bilder teilweise, als wenn hier, keine Ahnung, dass der Keller von einem Museum wäre. Also sehr merkwürdige Gegend hier unten. Ich habe eigentlich gehofft, dass ich noch so eine blaue Spritze finde und kein Medikit einsetzen muss. Ansonsten müssten wir nämlich vom nächsten... Oh, meine Fresse. Was für Ratten, ey. Müssten wir vom nächsten Kampf vielleicht mal... Ein Weinkeller ist es also auch noch. Interessant. Ist auch noch ein Weinkeller. Also alles auf einmal. Können wir das vielleicht anschießen und ein, zwei Stücke trinken? Schade. Dann nehmen wir doch gerne mal eine Flasche gezapft. Ich meine, davon lagen leere Flaschen. Die hätten wir eigentlich welche mitnehmen können. Und hätten uns hier einen guten Jahrgang abgefüllt. Ich hätte einfach jedes Fass angeschossen und gekostet. Und dann den leckersten Wein. Da hätte ich mir ein paar Flaschen mitgenommen. Und wenn es halt mehrere leckere Fässer gäbe, hätte ich mir halt von den Fässern jeweils eine Flasche abgefüllt. Licht lassen wir mal aus. Wenn wir da rüber schauen. So in die andere Richtung, weil da könnten ja Gegner sein. Wobei, ich will auch was sehen. Ach, scheiß auf. Na, wobei. Wir gucken mal hier so durch. Scheint niemand zu sein. Dann können wir jetzt auch mal wieder mit dem Scouten. Gucken, wo sich hier die Spritzen verstecken. Ja, ich bin Junkie. Na und? Saving Checkpoint. Muss auch mal sein, ne? Spritze in Ehren. Nee, eine Spritze in Ehren kann niemand verwehren. Und Scherz beiseite, ich bin natürlich absolut gegen illegale Drogen. Aber Alkohol ist geil. Alkohol top. Kann ich euch empfehlen. Natürlich nur, wenn ihr über 18 seid. Und Koffein. Koffein ist auch geil. Könnt ihr vielleicht sogar schon trinken, wenn ihr 12 seid oder so. Müsst ihr mal Mama fragen. Hier kommt niemand oder was? Die wollen mich doch verarschen. Hier springt doch direkt irgendwo jemand raus. Ah, Medikit. Jetzt haben wir schon 9. Jetzt sind wir kurz davor. Wir brauchen noch ein Medikit, dann haben wir 10. Und dann können wir immer, wenn wir das 11. Medikit finden, das 11. nutzen, um unsere Energie aufzufüllen und mit maximalem Medikit-Vorrat weitergehen. Das ist mein dicker Plan und das ist auch immer am besten. Ist das wirklich einfach nur ein Raum, wo ich durchgehe und nichts passiert? Sieht fast ganz danach aus, oder? Mhm. Was ist das? Einfach nur Mosaik kaputt ist oder was? Keine Ahnung. Ist doch geil, wie überall Lampen sind, die alle an sind. Was auch nicht so richtig. Wollen die mir helfen? Wollen die mir einen Weg zeigen? Sind die gegen mich? Jedenfalls kann ich nie meine Bullet Time nutzen, wenn die da sind. Ich scheine das irgendwie zu blockieren. Also auf jeden Fall wahnsinnige Stromkosten, die hier auf die Betreiber zukommen müssen. Also ich schieß mal noch nicht auf die, solange die mich nicht angreifen. Nicht, dass sie mich dann angreifen, weil ich auf sie geschossen habe. Okay, die machen Türen. Hallo? Warum ist es hier dunkel? Warum rennen die alle auf dieses Loch zu? Ich habe ein bisschen Angst. Oh Gott. Sollen die auf die schießen oder? Kommen auch nicht näher, oder? Probier's zumindest, aber ich komme nicht näher. Was muss ich denn hier machen, verdammt nochmal? Scheiße. Also ich gehe die ganze Zeit vorwärts, Jungs. Ich gehe die ganze Zeit vorwärts. Vielleicht muss ich rückwärts gehen. Geh mal in die andere Richtung. Ich habe weder das Gefühl wegzukommen, noch habe ich das Gefühl ranzukommen. Ich kann auch nicht springen oder irgendwas. Bullet Time ist weg. Kann ich, ja, Pause kann ich drücken. Also ist jetzt. Hä? Jetzt ist die Musik weg. Oh, ich habe die Musik blockiert, als ich in die Pause reingegangen bin. Na toll, jetzt ist es irgendwie noch gespenstlicher. Vorher war wenigstens Musik, jetzt ist es leiser. Jetzt habe ich Angst. Ich weiß gar nicht, ob ihr groß was seht. Es ist ja wirklich verdammt dunkel. Taschenlampe habe ich jetzt auch angemacht. Man sieht aber überhaupt nicht mehr. Hä? Muss das so sein?
Also ich kann mich nicht daran erinnern, hier mal ewig lang umhergeirrt zu sein. Hat sich das Spiel jetzt aufgehangen oder was ist denn hier los? Was zur... Das kann doch nicht so geplant sein, dass ich hier nichts machen kann. Aber ich komme hier weder vorwärts noch rückwärts zur Seite. Ich kann auf die nicht schießen. Ich nehme mal meine Pistole, habe sogar schon zwei. Wenn ich ranzoome, sieht es deutlich näher aus, aber das soll ja bestimmt nicht Ziel und Zweck sein, dass man nicht ranzoomt. Fuck! Ich meine, ich bewirke ja gar nichts, gar nichts! Ich komme weder näher, noch gehe ich weiter weg, noch treffe ich jemanden. Oh, fuck! Was macht man jetzt? Was macht man jetzt? Ich hab Angst, ich hab so viel Angst. Oh, scheiße, Mann. Ich hab keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Ist das ein Bug, oder? Fuck, dann muss ich nochmal vom komplett... Von dem... Oh, dann muss ich vom letzten Checkpoint entweder laden. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder mache ich eine Outtake-Folge draus und zeige das euch so. Oder ich starte jetzt einfach mal... Vom letzten Autosave. Nee, Checkpoint. Ist später gewesen. Ich hoffe mal, das passiert nicht nochmal jetzt. Wir hatten schon alles untersucht, okay. Ich glaube, es kam auch von hier bis zur nächsten Stelle kein Gegner, oder? Also bis zu der komischen Tür dann. Das heißt, wir können jetzt hier einfach durchrennen. Scheiß auf Outtakes, machen wir jetzt einfach hier. Ziehen das Ding jetzt durch, verdammt nochmal. Was war denn das für ein Scheiß, ey? Ach Quatsch, will ich sagen. Hoffentlich passiert das nicht nochmal, ey. So, hier gab es glaube ich überall nichts. Ja, die komischen Viecher, die kann ich halt eh nicht schießen. Das ist alles gescriptet hier. Alles gescriptet. Alles gescriptet. Ja, haut ruhig ab von mir. War das hier schon in der Tür? Ich bin mir gerade nicht sicher. War das schon in der Tür? Ich speichere einfach mal. Also ich habe versucht, nicht reinzugehen, man wird einfach reingezogen, das kann ich schon mal sagen. Ich hoffe nur, dass es dieses Mal... Ja, dieses Mal sieht es auch anders aus und ich komme näher. Sehr gut. Bug beseitigt. Pack, das ist cool. War aber mal ein lustiger Bug, oder? Die Tür war vorher definitiv nicht da. Interessant. Hier ist also gar nichts drin. Und wir müssen auf Garantie durch die andere Tür. Okay. Sie haben ihn, diese verdammten Freaks haben sie geschnappt. Sie hat in den Schatten irgendwas gesehen und wollte es untersuchen. Okay, die haben also jeden schon wieder entführt. Ist die nicht auch im ersten Teil, hatte die natürlich auch Probleme? Ach, Frauen auf der Arbeit. Die sind einfach nicht gemacht mit solchen Spezialeinheiten. Ich sag's immer wieder. Aber hört jemand auf mich? Nein. Frauen können andere Jobs erledigen, wie zum Beispiel mal hier unten sauber machen oder sowas. Oh, Granaten. Oh, weitläufige Räufe. Oh, Spritze. Ich will als erstes haben. Voller Energie plus 5 Punkte mehr. Ich glaube, bis zu 200 kann man bekommen. Also, statt 110 unten links kann da, glaube ich, 200 stehen. Was, man kann nur maximal 5 Granaten mitnehmen? Wollen wir das dann vorher niemand gesagt? Naja, wir sind keine Gegner. Die ich mir den Granaten transalieren könnte. Schöne Bibliothek. Also, wir halten fest, abgesehen vom Weinkeller, der Kathedrale, den Katakomben und so weiter und so fort, ist das hier unten auch noch eine Bibliothek. Sehr schön. Also einfach mal alles am Mann. Geht's hier lang? Ja, hier ist der Checkpoint. Also geht's hier lang. Dann geht aber trotzdem erstmal hier hoch. Ja. Nicht, dass ich was verpasse, aber außer Munition für die Pumpgun, die ich eh nicht brauche, weil ich die wahrscheinlich eh nicht verwenden werde. Ah! Aber wir haben unser 10. Medikit. Das heißt, wenn wir jetzt wieder ein Medikit finden, können wir einfach immer das benutzen, weil wir eh nur 10 mitnehmen können. Vielleicht mal eine Granate werfen?
und dann hinter dieser Ecke verstecken. Okay, langsam vorpirschen. Um die Ecke. Vielleicht von der Seite oder von hinten treffen. Okay, von der Seite oder von hinten haben wir sie nicht getroffen, aber ich denke, es ist nochmal Zeit hier über die Bande eine Granate zu werfen. Licht flackert, Staub, okay, geht, geht. Ist hier noch genügend? Habe ich jemanden getroffen? Sind vielleicht sogar alle tot? Könnte sein, oder? Stimme ist nicht mehr da. Ich würde sagen, hat sich hier dahinter versteckt und ist gestorben. Dann gehe ich jetzt mal aus. Aber gut, hier lag ja auch eine Granate. Hat sich also gelohnt, die zwei Granaten zu benutzen. Konnten wir direkt wieder aufstocken. Fuck, ich habe mich geirrt. Okay, und da gerade jemand Mann gefallen gesagt hat, haben wir mindestens noch einen Gegner. Eventuell sogar mehr. Vorsicht, Obacht, aufgepasst. Rüstung haben wir nicht mehr ganz voll, aber ich denke, damit kann man erstmal leben. Sehr viel Blut, sehr gewalttätiges Spiel. Ich hoffe, ihr seid alle 18, die hier zuschauen. Und jetzt haben wir sogar volle Energie. Hier hängt das 11. Medikit und wir können es nicht nehmen, weil wir schon volle Energie haben. Nun gut. Hier hängt sogar noch eins. Aha. Der war auch ein super schwieriger Spot hier gegen die ganzen Gegner. Ist schon klar, dass man da so viele Medikits braucht. Jetzt können wir aber eins nehmen. So, optimal. Und eventuell haben wir hier sogar noch mehr Gegner. Sieht fast nicht danach aus, aber man weiß nie. Licht aus. Ah! Tja, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Und da sind auf jeden Fall noch mehr. Ich habe welche gehört. Ich dachte mir, ich nutze mal noch eine Granate, aber das war irgendwie eine blöde Idee. Also zumindest zu offensiv reinzugehen, war nicht so schlau. Gut, dann können wir nämlich gleich nochmal zurückgehen und uns das Medikit holen. Aber ich werde jetzt erstmal die Komplexe, die hier in der Nähe sind, kurz untersuchen. Bevor ich wieder zurückgehe. Nicht, dass ich jetzt nochmal angeschossen werde. Ah, hier ist noch einer! Fuck, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich bin auch ziemlich erschrocken. Jetzt brauchen wir auf jeden Fall ein Medikit. Was ist denn los? Ich stelle mich aber auch gerade an wie der letzte Vollidiot. Ich gehe irgendwie die ganze Zeit davon aus, dass jedes Mal, wenn ich einen erschossen habe, dass das der letzte war. Anstatt weiter auf der Hut zu sein. Okay, nochmal bin ich nicht so leichtsinnig. So, ich würde sagen, jetzt können wir schon mal zurückgehen. Weil je weiter wir vorgehen, desto größer wird dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass da auch wieder ein Medikit ist. Und außerdem wird der Weg einfach weiter, den wir zurückgehen wollen oder müssen. Und naja, das ist vielleicht auch nicht unbedingt in unserem Sinne, wenn wir das Spiel dadurch unnötig in die Länge ziehen oder sinnlose Wege hin und her gehen. Nicht mehr volle Energie, ey. Ich habe mich echt gerade wieder total behindert angestellt. Muss auf jeden Fall mein Spielstil bis zum Ende noch deutlich verbessern, sonst werden wir wahrscheinlich am Ende total mega oft sterben. Okay, okay, diesmal bin ich ein bisschen erschrocken mal wieder und deswegen habe ich einfach viel zu hastig reagiert. Okay, sehr schön, hier gibt es auch wieder zwei Medikits, da können wir eins nehmen. Energie ist voll, Rüstung bekommen wir leider nur 35, das liegt aber glaube ich auch einfach am Schwierigkeitsgrad. Je höher der Schwierigkeitsgrad ist, desto weniger füllen einen die Rüstungsteile glaube ich auf und bei der Energie könnte es ähnlich sein. Okay, diesmal sind wir vorsichtig und werden weder dafür bestraft noch belohnt. Nächster Checkpoint. Ist auf jeden Fall schön, dass es hier viele Checkpoints gibt, weil man einfach vergisst. Also ich speichere einfach fast nie, oder ich speichere einfach nicht im Spiel. Und dann ist es natürlich gut, wenn man einen Checkpoint hat. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen, wie das zusammengesackt ist? Das lag daran, dass ich auf ihn geschossen habe, als er nicht damit gerechnet hat. Und da braucht man einfach viel weniger Munition, egal wo man hinschießt. Die sterben einfach viel schneller. Da möchte ich nicht rauskommen. Also eine Granate brauche ich da nicht hinwerfen, das ist viel zu weit weg.
Erstmal gucken, ob ich hier rein gehe. Da war jemand. Und auch da habe ich es gehört. Da war mir schon klar, dass eine Granate kommt, deswegen bin ich da schnell wieder raus. Und jetzt schön vorsichtig. Wir wissen, was passiert, wenn wir nicht vorsichtig sind. Ah, fuck. Ich habe nicht damit gerechnet, dass er schon hier steht. Was aber auf Garantie noch nicht, weil das ist ein ziemlich großes Areal. Das ist so weit weg, da sehe ich nichts da hinten. Wir können aber wieder eine Medikit nehmen, Energie plus Rüstung. Bin gespannt, ob wir unsere nächste Waffe finden, das nächste Maschinengewehr. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier neue Waffen gibt, also in dem Expansion Pack. Aber meistens packen sie ja an solche Expansion Packs immer so ein, zwei neue Waffen rein. Und gehe ich jetzt ehrlich gesagt auch hier, davon gehe ich ehrlich gesagt auch hier aus, in dem Spiel. Aber ich glaube, ich habe, als ich damals gespielt habe, noch keine gefunden gehabt. Aber ich weiß auch nicht mal, wie weit ich damals gekommen bin, bis dieser blöde Bug kam, der mich immer aus dem Spiel rausgehauen hat. Aber okay, wir hatten ja dieses Mal in der Aufnahme auch schon einen Bug. Glücklicherweise war er dann nicht nochmal da, als wir ein zweites Mal rein sind. So, ich würde sagen, hier campen wir mal eine Runde und machen eine Zwischenpause. Die Zeit vergeht wie im Flug. Ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie mir. In diesem Sinne, gebt Feedback, liked, Kommentare, wie auch immer. Und ja, bis zur nächsten Folge. Also bis morgen. Tschö, tschö, euer Paxis.